Gut, das Ganze, weil nicht sicher war, ob ich an der Konferenz in voller Länge teilnehmen kann, bin sehr glücklich, dass ich gerade vor 3 Minuten wieder einsteigen konnte, habe ich einen kleinen Film vorbereitet und den kann man jetzt starten. Es lädt noch ein wenig, aber es geht gleich los. An den schwarzen Bildschirm mit dem Film. Ja, sieht man, du kannst starten, Gregor. Grüß Gott, Bernhard. Mein Name ist Stefan Katari. Ich bin Ökologe und seit einem Jahr zusätzlich auch der Bürgermeister von Grasau. Bei BioWare haben wir uns damit beschäftigt, wie wir gemeindeeigene Flächen aufwerten können als Lebensraum für Insekten. Und dazu haben etliche Informationsveranstaltungen gehört für die gesamte Bevölkerung, aber auch für die Bauhöfe. Und ich habe gezeigt, mit welchen verschiedenen Methoden man solche Flächen anreichern kann. Sie sehen hier ein erstes Beispiel, eine Artenanreicherung auf einer öffentlichen Grünfläche, ohne dass deshalb der Rasen verloren geht. Aber im nächsten Jahr wird an dieser Stelle schon eine Blumenwiese blühen. Und ein wichtiges Element war eine Sonderausstellung im Museum Salz und Moor bei uns im Tal über Wildbienen. Stefan, was machst du da? Ich lege eine Blumenwiese an. Ich habe dazu Mähgut aus meinem eigenen Garten, eine Wiese, die aus den 50er Jahren stammt, zum richtigen Zeitpunkt gemäht, nämlich jetzt im Sonnenwind herum, wenn die Margeriten ihre letzten weißen Blütenblätter haben. Ich habe es gemäht am frühen Morgen, wenn der Tau noch im Gras hängt, weil dann die reifen Samen im Tau kleben bleiben, und bringe es jetzt aus auf einer mageren Fläche, wo die Erde offenbar liegt. Und dieses Jahr über wird überhaupt nichts mehr passieren auf dieser Blumenwiese. Man wird nur das Stroh sehen, das hier grau wird bis zum Herbst hin. Aber im nächsten Jahr wird das Ganze ganz wunderbar. Das ist eine sehr sichere Methode. Allerdings muss man einfach ein paar Sachen beachten. Die Fläche muss entsprechend vorbereitet sein. Es geht nur auf den offenen Boden. Die Wiese muss zum richtigen Zeitpunkt gemäht werden. Und es muss dann natürlich auch die richtige Wiese sein, eine Art. Ja, und wie eine solche Mähgutübertragung dann in den einzelnen Schritten abläuft, das zeige ich Ihnen hier im Zeitraffer. Also wie bereits erwähnt, die Wiese wird gemäht, in dem Fall mit einem Balkenmäher oder mit einer Sense in den Morgenstunden. Das Mähgut wird aufgenommen. Und zur Empfängerfläche transportiert. Und bei dieser Empfängerfläche ist es von großer Bedeutung, dass der Boden ungedüngt ist, nährstoffarm, frei von Unkrautsamen und offen daliegt, also nicht bereits eine Wiese darstellt. Und dann kann das Mähgut einfach verteilt werden. Das Ganze habe ich auch im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung gezeigt. Hier ein Hügel bei uns im Sportpark. Im selben Jahr, im Laufe des Jahres, sieht er noch recht unansehnlich aus, aber im Folgejahr, sehen Sie schon, ist es gelungen, hier eine Blumenwiese zu etablieren, Lebensraum für viele Insekten. Und das Ganze eignet sich natürlich ganz hervorragend auch, um eine Aktion mit Schulklassen durchzuführen. Immer in der Hoffnung, dass das bald wieder möglich ist unter Corona-Umständen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, und ich freue mich jetzt auf Fragen. Ja, kurzer Kommentar. Stefan, wenn die Bürgermeister höchstpersönlich sich kümmern um diese Themen, dann muss uns nicht bang sein. Das ist schön. genau, bitte Fragen an den Stefan Katari. Wildsamenübertragung ist, glaube ich, das Stichwort. War das richtig jetzt? Ja, genau. Also der Fachbegriff dafür ist autochthones Saatgut. Das heißt also Saatgut, das aus dem gleichen Tal, aus der gleichen Region stammt, und damit eben auch die genetische Vielfalt zu erhalten versucht. Und die Methode selbst ist sehr aufwendig im Vergleich zu Saatgut, das man käuflich erwerben kann, bietet aber aus ökologischer Sicht die höchstwertigen Ergebnisse. Sehr schön.
Jetzt kommt eine Frage, nämlich haben die Bürgerinnen die Technik übernommen und in Privatgärten Blumenwiesen angelegt? Also in erster Linie richtet sich der Ansatz an öffentliche Einrichtungen, also an die Bauhöfe der umliegenden Gemeinden, an das Landratsamt bei uns, wo ich mich sehr freue, dass auch der Gartenfachberater vom Landratsamt Traunstein an der Konferenz heute mit teilnimmt, der da sehr aufgeschlossen ist an der Sache. Und für Privatgärten ist also zu erklären, wie diese Technik funktioniert, ist für Privatanwender nach meinem Gefühl fast ein bisschen zu komplex. Und dafür gibt es einen Versuch seitens des Landschaftspflegeverbands oder eine Technik des Landschaftspflegeverbands, die man vielleicht für Privatgärten irgendwann einmal übertragen könnte, wo Saatgut gewonnen wird, das man dann wirklich als Backerl zur Verfügung stellen kann. Das wäre doch ein schönes Folgeprojekt. Danke für die Beantwortung dieser Frage. Stefan, wir reisen weiter.